So, herzlich willkommen zurück zum sechsten Spieltag der Pro League Free. Wir gehen mit einer herben Niederlage gegen Southampton in das nächste Spiel gegen Seahawks Gaming. Und ja, das kann ein durchaus schwieriges Spiel werden, das wussten wir. Aber dennoch, wir wollten die Niederlage nicht auf uns sitzen lassen, direkt in das nächste Spiel gehen und da möglich auch wieder das spielen, was wir in den ersten vier Spieltagen gezeigt haben. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Berchi, deine Erwartungen an dieses Spiel? Ja, die Stimmung war natürlich geknickt nach dem Spiel gegen Southampton, aber ich war dennoch sehr zuversichtlich, dass wir das Spiel hier gewinnen werden. Gute Einstellung, ja. Das ist löblich, das brauchen wir auch. Und wir müssen jetzt auch direkt mal gucken, direkt am Anstoß des ganzen Spieles wird jetzt was passieren. Das müssen wir uns auch einfach mal angucken und bewerten. Ja. Machen die Seahawks da richtig gut? Wir schauen uns das einmal an. Wahrscheinlich etwas, was... Langer Ball. Ja. Schöner Pass in die Mitte und eine hundertprozentige, die glücklicherweise aus unserer Sicht daneben geht. Ja, das muss man wirklich so zugeben. Ich sehe hier die Statistiken von dem Spiel, das Seahawks Gaming davor gemacht hat, gegen German V-Clan. Und laut Statistik hatten die echt nicht viele Chancen. Eine erwartete Chancenverwertung von 1,6. Ja, das wird ja da berechnet auf verschiedenen Grundlagen. Haben aber 4 Tore geschossen. Also brutal effektiv. Gerade der Stürmer dort, gucken wir mal, ob die das hier auch einsetzen können, ob die das fortführen können. Ja, wie jetzt hier im Angriff, Filippo, der das Dribbling da geht, leider nicht durchkommt. Und direkt kommen wir in den Konter. Und da kann man jetzt schon sagen, die machen da super viel Druck. Ne? Also ein Ming, der da angegangen wird ohne Ende, da ist direkt der Stürmer mit dabei, stellt den Passweg zu. Nicht viele Anspielstationen, müssen wir nochmal hinten rausspielen und dann... Kommt halt auch ein Fehler nach und nach. Kann man nichts gegen machen. Hier muss man aber rausspielen können. Ja, wir rennen hier zu dritt drauf und dann ein Gegentor. Natürlich bitter, aber der Fehlpass darf nicht passieren. Der darf nicht passieren. Ne? Das war der Auslöser der ganzen Aktion, der Fehlpass. Ich weiß nicht, wo Ming da hinspielen wollte. Ich glaube auch Filippo mit einem flachen Ball. Erstmal eine gute Idee. Hat der Gegner aber gesehen, abgefangen. Und da muss man einen Ming vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Der sitzt halt in Kanada und nicht in Deutschland oder Europa. Der hat einfach einen gewissen Ping. Da dauert es durchaus auch mal ein paar Millisekunden länger, bis der Spieler die Aktion durchführt, die einen Ming auch machen möchte. Ärgerlich. Wir gehen also nach der Niederlage direkt in einen Rückstand. Deine Gefühle dazu? Welche? Glaubst du, nach 10 Minuten direkt 1-0 hinten? Ja. Ich war sehr gebrochen auf jeden Fall. Es ist natürlich sehr ärgerlich, so ein bitteres Tor in der 8. Minute zu kassieren. Aber dennoch zuversichtlich, dass wir mindestens mal einen Punkt hier mit einem Punkt rausgehen werden. Ja. Ja, vielleicht sogar ein Sieg. Hier übrigens hatte ich erst den Ball verloren ganz vorne, konnte ihn hier zurückerobern, aber spiel dann direkt wieder so einen Ball. Direkt wieder Konter. Das sind 5 Leute, die sind da teilweise in der Überzahl. Ja. Kriegen wir hier den Ball erstmal wieder. Versuchen da rauszuspielen, alles gut, alles prima und direkt Sturm machen mit einem schönen Konter, können wir aber leider nicht umsetzen. So, die spielen den Ball da schön raus, werden da nicht aggressiv genug angegangen, das Pressing passt noch nicht ganz. Hier ein Adi, der nicht auf den ballführenden Spieler geht, der hat da ein bisschen spekuliert wahrscheinlich, kommt der Ball Gott sei Dank nicht an. Und dann passiert halt so Slapstick-Dinger wie hier. Ming verliert wieder den Ball. Und der Gegner vorm Tor. Langes Eck. Wieder eine Kopie zum ersten Tor. Passiert ein Ming nicht. Der war auch, der hat sich sehr, sehr, sehr geärgert über sich selbst. Hat er dann auch geschrieben. Und der kann auch mal einen Ball verlieren. Gerade auch in der Innenverteidigung. Wenn er ins Dribbling geht, das passiert bei Ming schon mal. Aber diese beiden Tore hier, die habe ich, glaube ich, so bei ihm noch nie gesehen. Man kann auch ein Loco da keinen Vorwurf machen, dass er den Ball da nicht hat. Er hat da spekuliert aufs kurze Eck, ist dann rausgerückt, wollte wahrscheinlich eine Flugparade machen aufs lange Eck. Hat das eigentlich gut antizipiert aus meiner Sicht, aber sollte nicht sein. 2-0 nach 20 Minuten. Aua, aua. Und dann diese Pässe. Diese Pässe, ne? Also, die machen gerne frühe, flache Flanken, die ultra gefährlich sind. Also, das werden wir auch noch 3-4 Mal sehen in der Partie. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Kann man sich durchaus was abgucken von denen? Ja, kann man mal ausprobieren, ne? Aber dann lädt er auch dazu. Ihren Ball gewinnen, nochmal auf die Außen. In der Hoffnung, dass der Ball da irgendwie ins Zentrum kommt. Leider einfach abgelaufen. Gucken wir mal, was die Ecke bringt.
erstmal nicht viel. Da muss man auch zugeben, wir haben einfach noch nicht so viele einstudierte Standards gemacht. Egal ob Ecken oder Freistöße oder lange Bälle oder was auch immer. Da müssen wir uns nochmal zusammensetzen, auch mit taktisch und noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, das auch einfach mal üben und probieren im Training. Da müssen wir uns selber an die Nase fassen und sagen, das haben wir einfach noch nicht weitreichend genug gemacht. So. Ja, 2-0. Wir merken, aber da geht trotzdem was. Seahawks Gaming ist seit dem 2-0 ein bisschen ruhiger geworden. Gehen ganz, ganz krass aufs Kontern. Das kann man auch gut beobachten. Enorme Defensive, teilweise mit einer Fünferkette geführt dort hinten. Schön die Räume zugemacht. Unsere Anspielstationen da vorne, die waren praktisch nicht vorhanden. Berchi, der hier gut zurückgearbeitet, den Ball wiederbekommt. Aber auch hier direkt wieder Druck ohne Ende. Ballverlust. Beinahe. Und dann kann man ja, nur den... Ja. Ich spiele genau das, was wir nicht verteidigen können. Ich spiele Pressing, das können wir nicht verteidigen. Und Konter müssen wir auch noch ein bisschen was lernen. Ja. Hier wieder so ein Ball. Ja, so ein gefährlicher Pass. Glücklicherweise abseits, sonst steht es hier 2-0. 3-0 sogar. 3-0. Ja, 3-0, ja, stimmt. 3-0. Ja, das ist... Puh, also hat alles gebrannt. War auch in der Vorpartie schon so. Hier mal eine kleine Aktion, eine kleine Ballstaffette, wo man sagen kann... Das wünschen wir uns. Einfach kurze, schnelle Doppelpässe. Hier verliere ich den Ball leider total sinnlos. Das hätte nicht sein müssen. Da hätte ich vielleicht nochmal auf den Ball treten müssen oder irgendwas tun müssen. Ich bin einfach in den Gegner reingerannt. Auch ich da auch ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Auch ein bisschen geknickt, weil es nicht so gut lief. Das erste Spiel ging es auf Hampton. Jetzt schon wieder 2-0 hinten. Ja, das ist dann halt Mentalität. Ne? Das würde man jetzt Marco Reus fragen bei Borussia Dortmund. Wo war sie, die Mentalität? Ah, das Spiel ist nicht vorbei. Das muss man dazu auch sagen. Es sind erst 37 Minuten gespielt. Da ist alles drin. Macht man hier einen Anschlusstreffer, kann alles sich von neu aufspielen. Man kann total neu auch wieder angreifen. Der Gegner ist unter Druck, ist nervös. Man kann dann vielleicht Chancen kreieren, die man so nicht hatte in dem Spiel oder im Spiel davor. Und darauf müssen wir pochen. Ja. Hier in der Ecke kommt nichts raus. Aber ein Pfosten bleibt da. Pepe, super schlau, steht da, nimmt vielleicht einen. Ja. Nimmt vielleicht muss eigentlich reingehen. Ja, der muss reingehen, der muss safe reingehen, der Schuss. Ja, nimmt vielleicht Manu da den Fokus, ja, aber er hat ja einfach richtig gute Werte für so einen Kopfball. Also, den macht er dann auch gerne mal rein. Er stand da super gut. Der Leuchtturm, wie er selber sagt. Ja, gleichzeitig auch ein Feuerwehrmann, weil er muss auch mit nach hinten und die Leute da ausbremsen, wenn der Ball da reinkommt. Aber natürlich Spieler auch schon vom Court pariert, ne? Auf jeden Fall. Sehr, sehr stark. Ja. Aber hier haben wir langsam wieder ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen. Ah, da kommt dann so ein unnötiger Ball. Ich wollte eigentlich den Berg hier anspielen. Kam nicht an, ne? Mein Passspiel selbst war auch einfach nicht on top. Ist mir persönlich immer ganz, ganz wichtig. Wenigstens so 80% der Pässe müssen ankommen. Auch wenn man mal gefährliche Bälle spielt, da muss was passieren. Hat halt bis hierher noch nicht gut funktioniert. Ja. Einfach noch nicht diese brutale Offensive, die wir bisher spielen konnten. Ja. Was ich hier übrigens auch wieder beobachte, ist mir gar nicht aufgefallen vorher, auch hier die Außenverteidiger wieder relativ große Spieler. Ja, scheint dann anscheinend in dem FIFA die Meter zu sein. Ja, das beobachten wir sehr häufig im Training, wenn wir gegen Leute spielen wie Nice, warum auch immer, spielen wir gefühlt jedes Training einmal gegen Nice aus der ersten und die haben halt da ihre 4-2 Meter Leute und verteidigen ja auch alles weg mit. Ja. Das ist vor allem auch als Flügelspieler wie von mir immer sehr schwierig, wenn du da geschickt wirst und einfach keine Chance hast, den Ball zu bekommen. Ja, genau, du brauchst halt eine Anspielstation, ne? Das kann man hier auch noch ein bisschen bemängeln. Die Atmosphäre war noch ein bisschen geknickt von der Niederlage, jetzt schon wieder 0-2 hinten. Aber auch die Automatismen haben nicht ganz so gut funktioniert. Also gerade im Mittelfeld, dieses Dreieck mit Fox, mit einem Pfosten und mir, das muss eigentlich super gut funktionieren. Da müssen die Pässe laufen ohne Ende. Da muss das Aufbauspiel quasi hin aufgebaut werden und von dort aus muss dann zum Sturm gespielt werden, ja, oder auf die Außen. Und das hat zumindest in der ersten Hälfte hier noch nicht so gut funktioniert. Ach, Fox ist es gar nicht. Ich muss mich entschuldigen. Das kann ich auch nochmal erwähnen. Ja, wir haben in diesem Spiel mit dem Außenverteidiger spielen müssen. Ja, hatten quasi einen Mann dann zu wenig.
weil der gute Fox, der hätte im Zentrum gespielt, Savinho hier in Orange, der hätte den Linksverteidiger gespielt, wie im Spiel davor, doch Fox, ne, Real Life geht vor, der hat ein kleines Kind zu Hause, das ist krank und das hat genau da am Ende des ersten Spiels gegen Southampton dann wohl angefangen zu schreien und brauchte Aufmerksamkeit, wie Kinder nun mal sind und das ist, geht auf jeden Fall vor, ja, da nimmt ihn doch das niemand böse, oh, hier die Situation, fast das nur 3, ja, wenn der Gegner früher aufsteht. Puh, tief durchatmen. Eine Grätsche von Savinho. Ich habe ihn erst gelobt dafür, weil ich dachte, ja, ist Ball gespielt. Und dann hat man doch leider den Mann getroffen. Der Gegner mit einem Standard. Gleich hier. Berchi. Standards haben wir auch noch nicht so ganz viel gehabt bei uns im Team, gerade was so gefährliche Freistoßpositionen betrifft wie diese hier. Du meinst mal, du wärst durchaus vielleicht der Mann dafür, der solche Dinger reinmacht. Und der holt so auf jeden Fall, aber da bekommen wir halt keiner. Das stimmt, das kriegen wir sehr, sehr selten, ne? Nirgendwo. Ja, das stimmt. Generell, wir werden auch nicht so häufig gefoult. Also so gelbe und rote Karten gab es in den ersten 5 Spieltagen fast gar keine. Ich glaube, bei uns hat die meisten gelben Karten der gute Manu. Ja, weil er dann hinten heraus gerne mal jemanden versucht wegzusäbeln und um einen Ball zu gewinnen und dann geht das halt mal ein bisschen schief und dann was soll's. Genau. Gucken wir uns diese Situation an. Manu kriegt dann einen Ball, wird da von 5 Leuten angegangen. Und wenn jetzt hier der Pfosten, der entscheidet sich hier zu schießen, wenn er den Überblick hat und den Manu sieht, der wäre vielleicht frei vom Tor gewesen und hätte das Ding einfach ins lange Eck reinschweißen können. Ja, er hätte vielleicht 1-2 gestanden und das Spiel ist wieder offen. Ich möchte ihn da aber gar nichts vorwerfen, weil wir waren alle hier an diesem Tag ein bisschen nervös, unaufgeräumt. Die Leute haben komisch gespielt, sind die Laufwege nicht mitgegangen, sind nicht für den anderen eingestanden dort. Und dann kann man Pfosten gar keinen Vorwurf machen, dass er das nicht sieht. Ja, es war eine sehr hektische Situation und dann willst du vielleicht auch mal schießen. Vielleicht geht er da irgendwie rein, auch glücklich und dann ist alles cool, ne? Also hinten heraus kann man immer meckern. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich von da sogar auch geschossen. Und ich gehe aber von außen, die meisten hier hätten auch von der Position geschossen. Ich hätte wahrscheinlich nicht geschossen, aber einfach aus dem Grund heraus, weil ich einfach nicht der beste Typ für Abschlüsse bin. Ich suche eh lieber meinen Mitspieler. Ah ja, deswegen, ja, kein Vorwurf, nicht falsch verstehen. Manu ist hier gerade wieder die ärmste Sau, auch dem Spiel davor, der kriegt kaum Bälle da vorne. Und wenn dann eher so diese, ich sag das jetzt einfach mal so, wie ich es denke, so diese Arschlochbälle, wo du halt nicht viel mit anfangen kannst. Ne? Da kommen dann 3 Verteidiger komplett auf dich zugerannt, du hast keine Anspielstation, dann kannst du auch als bester Stürmer der Welt, kannst du nichts machen. Ja? Das ist einfach so. Ja, auch ein Loco, der macht eigentlich 2 super Spiele, holt alles raus, was er rausholen kann. Aber kassiert halt trotzdem 2 Tore bisher. Ja. Wofür er eigentlich nichts kann. Das ist absolut richtig. Auch jeder Situation, ja, da wird ins Tripling gegangen, wo man denkt, spielt er vielleicht auch ab. Aber er macht das in diesem Fall sehr, sehr gut, der Filippo. Hat sich dann für den Lupfer entschieden, ging leider nicht rein. Da weiß ich nicht, hat einfach nicht funktioniert, hat einfach nicht sein sollen bis hierher mit dem Tor. Der hätte vielleicht einfach flach abschließen können ins lange Eck, auf vielleicht den Mitspieler nochmal suchen können, nochmal weiter freispielen. Naja, so ist es halt, ne? Man könnte jetzt ganz, ganz viel bei einzelnen Leuten meckern. Es hat aber generell nicht so gut funktioniert. Wir haben jetzt gleich die 70. Minute, steht immer noch 2-0. Wir müssen jetzt offensiver drücken. Da ergeben sich gleich Lücken ohne Ende. Wir wollen irgendwie diesen Anschlusstreffer noch machen und dann kommen halt individuelle Fehler mit dazu, wo man dann einen Ball verlieren oder wir einfach total unsinnig in den Gegner hineinlaufen und den Ball dadurch wieder hergeben. Hier zum Beispiel der Bot, der kann ja auch niemand was dafür. Der steht da viel zu weit hinten, hebt das Abseits auf. Hier eine Situation, ich habe viel Zeit, viel Platz. Diese Situation liebe ich eigentlich, solche Bälle zu spielen, aber der Gegner schiebt da gut nach hinten, macht das richtig gut zu und mein Ball hat einfach gar keine Chance anzukommen. Ja? Völlig sinnlos gespielt. Gut wegverteidigt von den Seahawks mit offenbar viel Spielerfahrung. Kann man den ruhig unterstellen, würde ich sagen. Und wissen ganz genau, die müssen hier gar nichts mehr liefern, die müssen nur noch verteidigen und vielleicht mal Konter schlagen. Muss aber auch sagen, dass es im Allgemeinen von dem ganzen Team nicht der Tag war. Das lief aber gar nichts. Ja, das muss man so zugeben, ne? Auch hier, so einen Ball könnte ich vielleicht kriegen. Mein Spieler macht da eine ganz komische Aktion. Er versucht mich mal da freizulaufen, kriegt da keinen Ball. Hat aber auch einfach nicht so gut funktioniert heute.
die linke Flanke auch, da wurde ganz, ganz viel in den Gegner hineingelaufen oder nochmal einen Haken geschlagen, der einfach zu viel war. Hier mal ein schöner Steckpass von Pfosten, wo ein Manu leider einen Ticken zu spät kommt. Hat aber auch einfach nicht viele solche Aktionen bekommen an dem Spieltag. Kriegt er da mehr, macht er 100 pro sein Ding. Immer noch 2-0, 80. Minute. Wir sind nur noch am Pressen, versuchen da irgendwie noch einen Ball zu erobern. Irgendwie nochmal einen effektiven Schlag zu machen. Auch hier wieder nicht durchgekommen, wieder wegverteidigt. Der Gegner fängt zwar an zu wackeln, aber wirklich fallen tut er da nicht. Ja. Jetzt eine Entlastung, rechte Flanke komplett offen. Da muss Ming raus als Innenverteidiger. Unten alles offen. In diesem Fall hat man das doch gut noch erobern können, aber wenn der Gegner da das besser ausspielt, dann steht es hier vielleicht 3-0. Das Spiel ist komplett durch. Hier eigentlich eine schöne Bärchi-Flanke, die vielleicht zum Torerfolg führen kann, aber Gegner deckt das gut weg und auch keine andere Anspielstation vorhanden. Ne? Du hättest da nicht nach hinten spielen können, nicht ins Zentrum. Da hatte der Automatismus halt einfach nicht funktioniert. Hier eine kleine Frustgrätsche von Pfosten, aber auch ein taktisches Foul. Ich habe ihn da sogar gelobt für, einfach, dass wir uns wieder ein bisschen finden können, den Spielaufbau machen können und versuchen da noch weiter nach vorne zu kommen. 87. Minute, jetzt wird es immer enger und man kann da nicht mehr viel rausmachen. Ja? Also für mich Spieler des Tages bei diesem Spieltag ist wahrscheinlich Pepe, auch an dem Spieltag davor, der da trotzdem super gut brilliert hat. Auf Platz 2 wäre für mich Loco, wenn ich ehrlich bin, der alles gehalten hat, was er halten konnte. Die 4 Dinger, die er da kriegt an diesem Spieltag, die beiden. Also das ist jetzt der Spoiler, es wird kein Tor mehr geben für die Gegnerseite. Vielleicht machen wir jetzt noch eins, aber hey, gucken wir uns die Situation an. Ah, wieder der Haken. Und einen Ball verloren. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Ja. Der auch ein Loco, der ne, kann man gar nicht ankreien. Der hat alles rausgeholt, was er holen konnte. Wenn die anderen keine Tore schießen oder es halt nicht gut verteidigt wird, dann kann er ein Torwart gar nichts für. Ja. Muss man so sagen. Okay, dein abschließendes Fazit. Hier, der Schuss übrigens nochmal, geht auch nicht rein. Was denkst du denn? Nächster Spieltag. Mit welchem Gefühl gehst du in den nächsten Spieltag? Erstmal müssen wir in den beiden Trainings, die wir haben, die Analyse, die wir gemacht haben, umsetzen und die Fehler verbessern. Und dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten beiden Spielen gewinnen werden. Kannst du schon mal sagen, gegen wen spielen wir nochmal? Du weißt das besser als ich. Geckos und German Wiklan. Ja, Geckos mit einer sehr brutalen Defensive, vielleicht nicht ganz so viele Tore schießen. German Wiklan, die bestimmt ebenbürtig sein werden. Genau wie die Geckos wahrscheinlich auch. Ne? Ich will da niemanden unterbuttern, aber werden sehr, sehr schwierige Spiele werden. Und die werden auch sehr richtungsweisend werden für den Rest der Saison, würde ich sagen. Wenn wir die gewinnen, sind wir wieder oben auf, ja, können sehr zufrieden mit uns sein und diese Niederlage hier einfach verwerten als Erfahrungswert. Das müssen wir auch tun. Ja? Und uns weiterentwickeln davon. Ne? Einfach weitermachen, besser daraus holen und ja, vielleicht auch ganz gut, dass man mal eine Niederlage einsteckt, weil so kann sich ein Team weiterentwickeln. Wenn du immer nur gewinnst, dann denkt jeder macht alles perfekt. Auch ich spiele auf keinen Fall perfekt in dem Spiel, hier auch in den beiden Partien, beiden Spieltagen. Da ist viel Verbesserungsbedarf auch auf jeder Seite. Und da muss man auch mal eine Niederlage einstecken. Waren jetzt auch nur 2 geringe Niederlagen, jeweils mit 2-0. Mein Gott, da kann man durch. Da hat man hier die Statistiken nochmal gesehen. Ich durfte mich einmal zum Spiel des Tages krönen lassen. Leider nicht für die gesamten Teams, also für beide Teams, sondern nur für unser. Bin ich ein bisschen stolz drauf, aber hey. Gut, Berchi. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Kommentieren mit dir. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns beim nächsten Spieltag. Hau rein. Ja.